Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tierlist im Patch 11.14. Heute sind wir etwas verspätet, aber trotzdem starten wir direkt mit der Top Lane. Was haben wir jetzt also auf der Top Lane? Wir beginnen als erstes mit dem S-Tier und dort ist Dr. Mundo immer noch super dominant. Er haut dort oben fast alles weg als Full Tank und kann auch bis ins Late Game immer noch effektiv sein. Genauso wie ein Yorick, er kann hier so ein bisschen den Konkurrenzfaktor zu Dr. Mundo darstellen, sollte der mal weggepickt sein, denn er kann auch im Late Game noch richtig gut pushen. Auf jeden Fall sind das zwei richtig busted Champions. Dann haben wir noch einen Buff auf Garen im letzten Patch oder vor allem in diesem Patch gehabt und deswegen ist er ganz klar wieder aufgestiegen und haut im S-Tier richtig mit rum. Wenn ich dann hier noch zusätzlich hinzugefügt habe, das ist Gwen. Sie ist immer sehr, sehr strong unterwegs, in höheren Elos umso stärker, in der Low Elo ist sie teilweise schwierig, hat aber in letzter Zeit einen sehr starken Trend nach oben. Und deswegen will ich sie hier als sehr, sehr starken Pick ins S-Tier einordnen, weil auch ganz viele Champions nicht gegen sie spielen können, da sie einfach ein sehr, sehr starkes Kit besitzt. Solide Champions, die dann natürlich aus dem A-Tier genauso die Berechtigung haben, auf der Toplane umherzuwandern, sind dann Zed und Nasus. Das sind so die zwei Top-Picks zurzeit, dicht gefolgt dann von einem Ornn, einem Darius und auch einer Camille. Wobei man sagen muss, dass die Camille hier oben eher der Tank-Shredder ist und sich schwieriger gegen Champions wie Darius oder vielleicht auch den Zed tut. Dann haben wir im unteren A-Tier eigentlich gleich wie letzte Woche, da gibt es nicht viel Änderungen oder zumindest zum letzten Patch, eben den Urgot, den Trundle, den Wukong, die alle noch nicht so diesen Breach ins obere A-Tier schaffen oder auch ins S-Tier, dann noch einen Malphite, einen Klett und eine Kayle. Teilweise sind diese Champions natürlich auch schwieriger zu spielen und somit sind sie im unteren Teil des A-Tiers. Ab dem B-Tier solltet ihr dann wirklich nur noch counterpicken, auch der Nocturne ist durch seinen Nerf von der Toplane extrem abgefallen und ist aus dem S-Tier direkt mal ins B-Tier gedroppt, somit passt hier auch auf, dass ihr ihn nicht mehr zu überschätzt auf der Toplane. Drücken wir es mal so aus. Weiter geht's direkt mit dem Jungle und dort muss man immer noch den Nocturne hervorheben. Ich meine, er hat einen Nerf auf Minions bekommen mit seinem verstärkten Auto-Attacks, aber eben nicht im Jungle und somit ist er im Jungle immer noch super dominant, hat einen sehr, sehr schnellen Spear-Cleat und kann dann mit der Ultimate ohne Probleme jede Lane ganken und die auch hart ahead bringen. Also ich selber muss sagen, dass ich es hasse, als ADC gegen Nocturne zu spielen, weil man fast keine Chance gegen ihn hat und er viel zu viel Schaden anrichtet. Dann haben wir direkt dahinter den Xingzhao und den Trundle, diese beiden sind even und als Abschluss vom S-Tier noch die Y, die auch ordentlich reinhauen kann, wenn man sie aktuell mehr in die Tank-Variante geht. Also sie baut man gar nicht so auf diesen Lethality-One-Shot-Build, sondern vielmehr auf den Tank-Build mit Divine Sunderer und solchen Items, also die hauen mit ihr ordentlich rein, somit probiert auch das aus. In der unteren Reihe hat sich dann auch wirklich wenig verändert seit dem letzten Patch, denn wir hatten keine großen Veränderungen, keine anderen Champions, die jetzt wirklich da ahead gekommen sind und somit haben wir hier immer noch den Amumu, den Rammus, den Warwick und den Skarne, also eine richtige Tank-Meta im ersten Teil des A-Tiers und dann noch einen Master Yi und einen Shaco dahinter gefolgt. Diese beiden bilden mehr so die Shred- oder Counter-Variante, wenn es da wirklich eine gibt. Und im unteren A-Tier haben wir dann wirklich nur noch Counterpicks für das obere A-Tier und schon gar nicht mehr für das S-Tier. Also dort haben wir einen großen Jungle-Unterschied. Und somit lässt sich auch zurzeit das Phänomen Jungle-Diff erklären. Wenn ein oberer Champion aus dem S-Tier gegen einen unteren A-Tier-Champion spielt und dort einfach hart ahead kommt, ja, dann hat der A-Tier-Champion halt nicht mehr zu melden und der S-Tier-Champion kann komplettes Game carryen. Somit haben wir hier eine hohe Jungle-Diff und das ist eigentlich zurzeit das Phänomen, was vor allem in der Low-Elo immer wieder vorkommt und deswegen so leicht so dumm Games entschieden werden. Haltet euch hier also vielleicht wirklich an die S-Tier Champions. Im B-Tier haben wir dann noch so Special Champions wie eine Shyvana, Fiddlesticks Kayn, auch ein Kha'Zix. Das sind Champions, die, wenn ihr wirklich gut spielt, in der richtigen Elo, vielleicht auch in die richtigen Counterpicks, dann seid ihr natürlich insane. Vor allem die Shyvana, die auf AP alles one-shottet, ein Kayn, der one-shotten kann, Fiddlesticks mit der Ulti und Kha'Zix als Assassin sind halt insane und drunter habt ihr dann nochmal die Counter. Also ja, die Tierlist ist eigentlich sinnvoll strukturiert und ich glaube, wenn ihr mit dieser Tierlist sinnvoll gegen bestimmte Picks arbeitet, dann solltet ihr ohne Probleme eure Games carryen können. Ich leg's euch aber nochmal ans Herz, probiert bei den S-Tier Champions zu bleiben, denn die sind absolut busted zurzeit.
was haben wir in der Midlane? Eigentlich keine Veränderung im S-Tier, außer dass der Corki hochgerutscht ist. Also wir haben immer noch Malzer und Heimerdinger, die die Lanes dominieren, vor allem in der Low-Elo. Und dann halt auch einen Corki, der jetzt hochgerutscht ist. Er ist an sich schwierig zu spielen, hat aber auch im Late-Game einen extrem dummen Poke. Oder man muss vor allem zurzeit sagen, im Mid-Game mit 2-3 Items kann er halt auch hart gegen die anderen Champions dominieren. Und somit ist ein Corki super insane. Da im Bronze sowieso die Games eher länger gehen, als wir zum Beispiel im Platin oder dann auch in Diamond, scaled Corki natürlich automatisch besser rein und hat somit schon die Berechtigung, hier im S-Tier unterwegs zu sein. Im A-Tier haben wir dann einen Vel'Koz als super schwierigen Champion. Dort müssen wir nämlich auch eben diesen Poke mit dem richtigen Positioning umsetzen, was auch nicht wirklich leicht ist. Eine Nico, genauso wie eine Diana, die etwas schwierigere Champions sind, auch wenn Diana im ersten Moment sehr leicht wirkt, nämlich einfach eine Q werfen, dann rein und das Gegnerteam one-shotten. Aber zu diesem Punkt müsst ihr auch erstmal kommen und deswegen ist sie hier deutlich schwieriger in der Lane umzusetzen. Dicht gefolgt haben dann noch zwei leichte Champions, nämlich Lux und Annie. Ja, bei Lux müsst ihr, glaube ich, nur eine Combo treffen, das ist QE-Ult. Und bei der Annie müsst ihr eigentlich nur auf euren Tibbers warten, dann den Stun aufladen und einmal ins Gegnerteam reinböllern. Aber das sind zurzeit noch sehr solide Champions. Gecountert werden sie dann auf jeden Fall von Six und Anivia. Das sind so die ersten härteren Counter gegen eigentlich alle Champions vom S bis zum A-Tier. Und dann haben wir noch Yasuo, der sehr, sehr stark gegen Malzer ist, aber vielleicht auch gegen Diana, Lux und Annie. Dann noch ein Champion wie Xera, der den Poke von Vel'Koz instandhalten kann oder auch von Heimerdinger und dort richtig gut reinhaut. Dann ein Viego, der wiederum einfach ein One-Shot ist im Late-Game oder halt Gegner One-Shottet, nicht selber ein One-Shot ist, aber trotzdem richtig aufräumt und als Abschluss vom A-Tier einen Viktor. Die Champions drunter will ich nicht wirklich ansprechen, außer die Irelia, die hier als neutraler Pick eingefügt wurde, denn die wird demnächst richtig abgehen. Sie hat jetzt schon einen Buff bekommen, ist in der Midlane deutlich präsenter als wir auf der Toplane. Dort haben wir sie nicht wirklich hochkategorisiert, aber in der Midlane haut sie zurzeit alles weg und ist gerade richtig am Aufsteigen. Da sie aber aktuell noch von der Winrate, vor allem in der Low-Elo, sehr weit unten ist, wollen wir sie jetzt erstmal nicht zu overraten, also ihr müsst sie wirklich beherrschen, um aktuell carryen zu können. Aber kann sein, dass demnächst sie noch weiter nach oben breach, zumindest den so ihre Stats aus und vielleicht sehen wir sie ja nächste Woche im A oder vielleicht sogar im S-Tier. Da sind wir auch schon wieder bei der Botlane. Auch dort hat sich nicht viel verändert. Wir haben immer noch den Six auf Platz 1, der zwar genervt wurde, aber trotzdem noch mit seiner geringen Pickrate, aber seiner sehr hohen Winrate einfach dominiert. Also Six wird nicht oft ausgepackt, aber wenn er ausgepackt wird, dann haut er richtig rein. So wirkliche One-Tricks, würde ich mal sagen, gibt es noch nicht so krass, die solche ganz bestimmten Picks abusen. Deswegen ist Six einfach zurzeit strong, wenn er mal gepickt wird. Er geht nicht in allen Fällen, aber sonst haut er richtig rein mit seinem Poke. Dann haben wir einen Kog'Maw, der mit Lulu immer noch ultra busted ist und eine Vayne, die hier endlich mal die Sivir verdrängt hat. Also Vayne zurzeit, vielleicht auch mit den neuen Skins wieder so eine Übereinstimmung, haben wir ja öfter gesehen in den Tierlists. Neuer Champion mit neuen Skins kommt raus und dann wird er natürlich ultra gehypt und da kann man das Ganze vielleicht auf die Vayne zurückführen. Ihre Pickrate ist super hoch angestiegen, ihre Bannrate relativ gleich geblieben und ihre Winrate hat sich doch increased. Und somit haben wir hier vielleicht so eine Übereinstimmung mit dem neuen Skin. Sie auf jeden Fall ein solider S-Tier-Champion. Dann haben wir im A-Tier den Jhin, die Miss Fortune, die abgerutschte Sivir, eine Tristana, Ashe und Samira. Also auch keine wirklich große Variation zu letzter Woche. Jhin und Miss Fortune sind, glaube ich, immer noch die dominantesten A-Tier-Champions. Dicht gefolgt dann von einer Sivir, einer Tristana, Ashe und Samira, die sich mehr oder weniger so selber countern. Und drunter wieder unsere Counter gegen spezielle Champions. Vor allem der Twitch kann ins Late-Game richtig gut reinscalen, wenn er im Early-Game in Ruhe gelassen wird. Ein Draven, der vor allem im Early Game die Lane einfach mit dem Supporter dominieren muss, dann snowballt und den Gegnern keine Chance lässt. Anders ist dann bei Jinx und Kaiser, die beiden scalen eher ins Late und Mid Game rein, je nachdem welchen Champion ihr pickt und auf welchen Build ihr zurzeit geht und somit könnt ihr hier immer wieder Counter picken. Wer sich im Vergleich dann zu letzter Woche nicht wirklich verändert hat, ist Aphelios, also sein Cap ist nicht letzter Platz, sondern bester Pick oder zumindest bester Platz im B-Tier und hier bremst er auf jeden Fall, überschätzt ihn Aphelios auf jeden Fall nicht, aber er ist deutlich stärker als in dem Patch vor seinem Buff. Dann kommen wir auch zum Schluss nochmal zu den Supports. Dort haben wir eine volle Reihe oder ein Full Squad im S-Tier, nämlich einmal die Syrah, den Brand, den Xera, Zona und Zilean. Also das sind zurzeit absolute dominante Champions, die ganz viel über ihren Poke kommen. Der einzige, der hier vielleicht mehr noch auf den Disengage geht, aber auch mit seinen Bomben ordentlich reinhaut, ist Zilean, denn er kann mit der Ultimate einfach einen Champion wiederbeleben oder ihm zumindest eine zweite Chance geben.
Dann haben wir im A-Tier Champions, ja, die eigentlich kein System oder kein bestimmtes Raster zeigen, aber einfach stark sind. Wir haben sie hier nach der Winrate kategorisiert und teilweise nach bestimmten Feldern probiert zu kategorisieren, aber das ging nicht. Wir haben Swain mit einer soliden Winrate da reinballert, der aber einen deutlichen Unterschied hat zum S-Tier. Dann eine Nami, die dem dicht folgt, ein Vel'Koz, eine Leona und eine Soraka. Also dort haben wir eigentlich wieder im A-Tier gemischt zwischen Poke mit Damage, ja, CC, Vollgas über die Leona und dann auch Healing und Shielding über die Nami und über die Soraka. Somit haben wir hier keine klare Differenzierung. Im S-Tier haben wir halt den absoluten Poke und im unteren A-Tier haben wir dann mehr oder weniger so Counterpicks oder auch eine Seraphine, die sich noch nicht ganz so durchsetzen konnte. Aber auf jeden Fall in der unteren Reihe haben wir wieder unsere Hook City, die ist immer noch on the way und da gibt es eigentlich keinen Bangen und Rangen an ihren Winrate. Die bleiben immer konstant in dieser Höhe, steigen nicht wirklich ab, steigen nicht wirklich auf, außer sie würden jetzt vielleicht mal angegangen werden oder bestimmte Support-Items verändern sich. Aber somit kann man sagen, dass wir hier zumindest eine konstante Tierlist in dem Bereich der Supporter haben und ihr könnt hier auf jeden Fall auf die soliden Picks im S- und A-Tier vertrauen. Im B-Tier solltet ihr dann wirklich aufpassen, dort haben wir immer noch Morgana, die auf jeden Fall ein sehr starker Counter zu den unteren A-Tier-Champions ist, aber mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Viel entscheidet dann euer Spielverhalten und wie solide ihr eure Champions ausspielt mit eurem ADC und was ihr für Kombos bildet. Aber solltet ihr alleine in die Solo-Queue reingehen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das S-Tier, wenn ihr wen One-Shotten wollt und sonst die obere A-Tier-Reihe, wenn ihr entweder Peel, CC oder anderen Poke benötigt, wie zum Beispiel den Vel'Koz oder den Swain. Das war's soweit wieder mit unseren Tierlists. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn das der Fall war, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da und supportet unseren Kanal, damit wir weiterhin solchen Content für euch produzieren können. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß im Ranked und vergesst nicht, Hashtag StayUntiltable.